Hallo, mein Name ist Michael Pegelsbacher und ich bin Autor des Buches Leidest du noch oder lebst du schon? Dieses Buch gibt es, wie Sie sehen, als Printausgabe, als E-Book für den E-Book-Reader, für den Kindle und auch als Hörbuch. Das können Sie auf unserer Website runterladen oder auch über Amazon bestellen. Nun, um was geht es bei Leid? Es ist erstmal wichtig zu verstehen, gibt es sowas wie Leid überhaupt und worunter leiden wir? Leid ist unumgänglich. Leid findet immer dann statt, wenn wir unseren Organismus nicht wahrnehmen, wenn wir unserem Organismus, also dem gesamten Körper und auch der Psyche, in dem Moment, wo sie Aufmerksamkeit braucht, also Schmerzen erleidet, nicht beistehen können und dadurch unser Körper wirklich länger Schmerzen aufrechterhalten muss und eben dann darunter leidet. Es ist völlig unmöglich, dass wir nicht leiden. Das sind ganz normale biochemische Prozesse. Das heißt, es ist von Anfang an schon im Bauch der Mutter gegeben oder klar, dass unser Organismus, und das läuft unbewusst ab, weiß, dass er ohne die Hilfe von außen, also sprich Mutter und auch Vater, nicht überlebensfähig ist. Das bedeutet, wir haben tief in unseren Zellen abgespeichert, wir sind nicht überlebensfähig erstmal, wir brauchen die Hilfe von außen. Ist die gegeben? Kann man Leid verhindern oder minimieren? Ist das nicht gegeben, wird der Organismus automatisch darunter leiden. Also das ist was völlig Normales. Es ist ein Reflex, ein sehr gesunder Reflex. Es dient dem Lebenserhalt. Sind wir jetzt alle nicht ausgebildet worden, und das sind wir in der Regel nicht, wie unser Organismus funktioniert, wie wir ihn schnellstmöglich ernst wahrnehmen können, dann werden wir natürlich unbewusst und durchaus auch bewusst leiden. Also Leiden bedeutet, wenn ich nicht gelernt habe, wie mein Körper funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie ich ihn in Sicherheit bringen oder auch heilen kann, dann wird unser Körper leiden. Und wenn unser Körper leidet, leiden wir in der Regel auch, weil wir uns zu sehr mit unserem Körper identifizieren. Leid ist also dann verhinderbar, wenn ich verstehe, wie meine biochemischen Prozesse, also auch die Gefühle ablaufen, wie ich schnellstmöglich oder baldmöglichst erkennen kann, dass mein Organismus leidet. Und wie ich dann eben lernen und verstehen kann, wie kann ich es ändern? Was kann ich tun, dass mein Organismus und dadurch ich nicht unnötig leide? Das Leid hängt natürlich damit zusammen, was wir den ganzen Tag denken, was wir fühlen. Wenn wir uns gut fühlen, wenn wir gute Gedanken haben oder neutrale Gedanken haben, dann fühlen wir uns eben neutral oder gut. Haben wir Gedanken, die auf Angst aufbauen, dann fühlt sich natürlich unser Körper auch nicht gut. Und diese permanenten Ängste, die unbewusst ablaufen, in Form von Gedanken und dann eben von Gefühlen, lassen unseren Körper leiden. Möchten wir das ändern, geht es erstmal darum zu verstehen, wie eben Leid entsteht. Durch unbewusste, nicht beobachtete Prozesse in unserem Unterbewusstsein, die dann automatisch zu Emotionen führen, diese wiederum zu Gedanken, die Gedanken wiederum zu Emotionen und so ist es wie so ein Kreislauf. Es wird aber auch irgendwann so eine Art Abwärtsspirale. Weil wir aus der Denk- und Fühlfalle nicht rauskommen, wenn wir nicht wissen, wie es geht. Es ist also ganz wichtig zu verstehen, Leiden ist nicht verhinderbar, aber ich kann Leiden ändern, ich kann Leiden minimieren oder dafür sorgen, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Dazu muss ich lernen zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn, also unsere Gedanken, wie funktionieren unsere Gefühle, sprich, wie funktionieren wir als Mensch. Lerne ich das, dann weiß ich, aha, ich fühle mich gerade nicht gut. Weshalb? Was denke ich gerade? Oder was denkt es in mir? Ich kriege es ja oft nicht mit, was ich denke. Weiß ich dann, dass diese Gedanken eventuell durch eine Diskussion kommen, durch Träume, was auch immer, und ich weiß, wie kann ich das schnellstmöglich lösen, ist Leid sehr schnell verhinder- oder veränderbar. Also Leiden bedeutet Unbewusstheit. Ich weiß nicht, wie funktionieren meine Gedanken, wo kommen die her, wie funktionieren meine Gefühle, wie kann ich meinen Körper in Sicherheit bringen, wie kann ich ihm die Sicherheit und den Schutz bieten, den er offensichtlich schon früher nicht dauerhaft bekommen hat. Das kann ich zu jeder Zeit ändern. Ist das nicht möglich, leidet mein Körper, ich leide und in der Regel wird es zu schweren Krankheiten führen, die wir dann einfach wegtherapieren oder wegtherapieren lassen. Damit ist das Leid nicht verändert. Die Symptome sind lediglich verändert oder verhindert worden, genauer genommen unterdrückt worden. Das Leid läuft unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle weiter, bis es dann zu noch schweren oder dramatischen Krankheiten kommen kann. Leid ist also verhinder- oder veränderbar. Das habe ich ganz deutlich in meinem Buch beschrieben. Wie funktionieren wir? Es ist eine Bedienungsanleitung für unser Leben.
Wir haben überall Bedienungsanleitungen für Videorekorder, fürs Auto und so weiter. Nur für uns gibt es meistens, oder es gibt kein Manual, also eine Bedienungsanleitung mit so einer Art Troubleshooting-Register, also Fehlerbeschreibung. Was ist, wenn ich Kopfschmerzen habe? Da würde drin stehen, erstmal wie beim Videorekorder eingesteckt, ja, ich atme, ich funktioniere. Und dann würde drin stehen, Kopfschmerzen. Du zerbrichst dir zu sehr den Kopf, das tut weh. Über was machst du dir Gedanken? Und so weiter. Hätten wir so eine Bedienungsanleitung, wüssten wir, wie sie zu lesen ist und wie wir funktionieren, dann wäre Leid wirklich nicht unbedingt verhinderbar, aber minimierbar und sofort lösbar. Wenn ich feststelle, mein Körper leidet, dann schaue ich nach, gibt es einen offensichtlichen Grund, ist Gefahr im Verzug durch ein Erdbeben oder sonst was, dann macht es Sinn, kurz mal Angst zu haben. Leiden macht dann allerdings keinen Sinn, weil ich muss handeln. Weiß ich das nicht? Oder ich glaube meinem Organismus, dass er sich jetzt lebensbedroht fühlt und prüfe nicht. Ist es denn real? Gebe ich meinem Körper nicht dieses Feedback oder dieses Verständnis? Nein, es ist nicht real. Das sind vergangene Prozesse, die ich durch einen Streit jetzt auftauchen. Dann wird mein Körper leiden, weil ich ihn nicht wahrnehme, weil ich ihn nicht in Sicherheit bringe und ihm sage, stopp, ich bin doch da, ist doch alles okay. Dann wird er leiden und wenn er leidet und ich mit meinem Körper zu sehr verhaftet oder identifiziert bin, werde ich auch leiden. Und dann wird es alles immer schlimmer. Leid ist also durch Bewusstsein, durch Achtsamkeit möglich, also zu heilen möglich und auch wenig lange nötig. Das kann man, wie gesagt, lernen. Dazu bieten wir auch Seminare an. Wie gesagt, man kann das Buch lesen. Da kann man sehr, sehr viel erstmal rausfinden, wie man funktioniert. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten in Einzelarbeit oder auch in Selbsterfahrungsworkshops, ganz schnell innerhalb von 2 Tagen in so einem Wochenendworkshop auf den Punkt zu kommen, zu lernen, wie funktioniere ich, wie kann ich mich heilen, wie kann ich ein gesundes, glückliches Leben führen, wo Heilen also wichtig ist und Leid nicht wirklich zum Alltag gehören muss. Wie gesagt, können Sie alles auf unserer Website nachlesen und wenn Sie Fragen haben, auch gerne E-Mails schreiben, die ich in der Regel, wenn es einigermaßen möglich ist, innerhalb von 24 Stunden beantworten werde. Dankeschön.